Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor ich mich jetzt auch der vielleicht etwas abseitigen Geschichtsbetrachtung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Kommunen, wie er in dem Antrag zum Ausdruck kommt von CDU und GRÜNEN und auch in der langen Rede des CDU-Kollegen Reuels intensiver beschäftige, möchte ich doch auch lieber mit der Corona-Pandemie und der grundsätzlichen Aufgaben der Kommunen beginnen. Wir haben gestern sehr intensiv hier darüber diskutiert, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie eben nicht nur die Haushalte von Land und Bund mit voller Wucht treffen, sondern auch die der hessischen Kommunen. Und dass wir uns doch alle einig sind, dass nach Grundgesetz und hessischer Verfassung Landkreise, Städte und Gemeinden das Recht auf kommunale Selbstverwaltung haben und dass sie alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung regeln können. Die Realität, die sah aber schon vor Corona oft anders aus. Es fehlte eine angemessene Finanzausstattung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Daseinsvorsorge, zur Finanzierung der sogenannten freiwilligen Leistungen, die ja oft so gar nicht so freiwillig, sondern vielmehr nötig sind. Und auch immer mehr Aufgaben wurden von Bund und Ländern auf die Kommunen übertragen und die bis dato vorhandenen Aufgaben nicht ausreichend und angemessen finanziert, auch wenn es da jetzt Entlastungen aktuell gibt, wie beispielsweise bei den Kosten der Unterkunft. Auch bei den Steuereinnahmen im föderalen System sind die Kommunen quasi die Letzten. Nur rund 14% der gesamten Steuereinnahmen bundesweit entfallen auf die Kommunen. Die Aufgaben sind oft um deutlich größer. Jetzt in diesem Kontext der Pandemie behaupten CDU und GRÜNE, das Land das sei ein Partner der Kommunen. Freilich mit Blick auf den Umgang des Landes mit den Städten, Kreisen und Gemeinden, da hatte dieser Umgang in der Vergangenheit freilich oft einen ganz anderen Charakter. Dazu später dann noch einmal mehr. Im Anschluss an die Debatte, die wir gestern geführt haben, zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle, loben Sie sich erneut in diesem Antrag für die Bereitstellung von 2,5 Milliarden € für die Kommunen aus dem Gesetz zum Sondervermögen. Nach allem, was wir heute wissen, was wir diskutiert haben, wird diese Summe wohl nicht ausreichen, um die Verluste der Kommunen bei den Steuereinnahmen auszugleichen. Diese belaufen sich nach den Mai-Steuerschätzungen bis 2023 auf 3,5 Milliarden €, bis 2024 sogar auf 4,2 Milliarden €. Dabei sind wir noch nicht bei pandemiebedingten Mehrausgaben in den Kommunen und bei Ausfällen von weiteren Einnahmequellen wie Gebühren und anderes. Aber CDU und GRÜNE beabsichtigen auch nicht, da spricht Ihr Antrag ja eine deutliche Sprache, alle Einnahmeausfälle zu kompensieren. Und Sie verkünden ja im vorliegenden Antrag bereits jetzt, wo sich die Kommunen fragen, wie sie überhaupt ihre Haushalte aufstellen sollen, wie sie alle Ausgaben finanzieren sollen, die Erwartung an die Kommunen, ihre Ausgaben zu kürzen. Sie nennen das euphemistisch Konsolidierung. Und für unsere Fraktion sage ich ganz klar, das Kürzen von öffentlichen Leistungen ist nicht nur in der Krise der falsche Weg und wird auch auf unseren heftigen Widerstand treffen, in den Kommunen wie auch hier im Hessischen Landtag. Zumal in einer ökonomischen Krise, und das haben ja auch die Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände deutlich gemacht, dass die Kommunen das Gegenteil machen sollten von dem, was Sie jetzt Konsolidierung nennen und einfordern. Sie sollten kräftig investieren, um die Wirtschaft voranzubringen, nicht in die Krise hineinsparen, sie damit noch verschärfen und vor allem die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger sichern, für die die Kommunen ja am Ende da sind. Die Bereitstellung von den 1,2 Milliarden € seitens Bund und Land, die wir gestern diskutiert haben, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, zugegeben. Für das Land ist das aber auch keine Goodwill-Leistung, die man sich groß auf die Fahnen schreiben kann, sondern eine Aufgabe, die verfassungsmäßig geboten ist. Bei anderen Maßnahmen aus dem sogenannten Corona-Kommunalpaket, für die Sie sich hier loben, hätte man auch weitergehen können, etwa bei den Teilstundungen der Hessenkasse. Das Land hätte hier auch problemlos eine komplette Stundung machen können. Ich finde es in jedem Fall bemerkenswert, und das hat die Debatte auch noch einmal gezeigt, dass sich CDU und GRÜNE jetzt heute genau dafür loben,
dass Sie die 1 doch so unerbittlich und mit aller Kraft gegenüber den Kommunen durchgesetzten Regularien wie das Verbot von Kassenkrediten, von Neuverschuldung jetzt in der Krise einfach so über Bord werfen. Und umso schöner, wenn sich der grüne Kollege Martin dann zur Begründung dieser Politik auch den Argumenten der LINKEN und aus den Debatten der letzten Jahre bedient. Da könnte man meinen, links wirkt, meine Damen und Herren. Man könnte es meinen. Wir haben nämlich immer gesagt, dass die finanzielle Gängelung der Kommunen auf der Ausgabenseite schon in normalen Jahren falsch ist, in der Krise aber kaum zu halten sein wird. Immerhin, letztere Erkenntnis scheint bei Ihnen angekommen zu sein. Das nehmen wir interessiert zur Kenntnis. Links wirkt, meine Damen und Herren. Allerdings, CDU und GRÜNE drohen zugleich mit dem erhobenen Zeigefinger und fordern schon jetzt wieder eine restriktive Haushaltspolitik ein. Und wer nicht macht, was das Land will, der wird an die Instrumente von Hessenkasse und Schutzschirm sogleich erinnert. Wer nicht hören will, der soll wohl fühlen. So kann man dieses Ankündigungskonzept wohl verstehen. Ein zweifelsohne fragwürdiges pädagogisches Konzept. Und da gilt, lieber Kollege Hahn, ich finde die Haltung der CDU und der GRÜNEN und der Landesregierung in dieser Frage ist schon stringent, weil Sie gesagt haben, na, das ist ja alles nicht so stringent. Die Schuldenbremse und die schwarze Null, und das mag Sie vielleicht freuen, die werden ja nur temporär ausgesetzt. Grundsätzlich halten die Landesregierung an Ihnen fest und wird sie auch den Kommunen wieder überstülpen. Das werden wir bald erleben. Und das finden wir nur im Unterschied zur FDP grundsätzlich falsch, weil am Ende die Bürgerinnen und Bürger dann die Zeche dafür zahlen müssen. Aber am Ende will ich dann doch noch einmal zu dem zu sprechen kommen, was CDU und GRÜNE hier in ihrem Antrag und Herr Kollege Reul ja auch in einer sehr epischen Länge vorgetragen hat, nämlich eine doch etwas merkwürdige Geschichtsschreibung beim Thema Land-Kommunen-Finanzbeziehungen. CDU-geführte Landesregierungen seit 1999 tragen die Verantwortung für eine massive Unterfinanzierung unserer Kommunen mitsamt zeitweiligen Rekordschuldenständen. Infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise erhöhten CDU-Landesregierungen mit zahlreichen Maßnahmen, Schutzschirm, Herbsterlass, den Kürzungsdruck und sorgten für eine Abwicklung der öffentlichen Leistungen in den Kommunen. Gekürzt wurde zuallererst bei sogenannten freiwilligen Leistungen, ein falscher Begriff, weil er den Eindruck erweckt, dass Maßnahmen der Sozial-, der Kultur-, der Sportförderung, dass Bibliotheken und Schwimmbäder irgendeine Schönwetterangelegenheiten seien. Das ist mit Ausnahme eines Freibads mitnichten der Fall. Und auch dessen Finanzierung muss unabhängig vom Wetter gesichert sein. Eine weitere Folge: Den Bürgern Hessens ist tief in die Tasche gegriffen worden. Die hessischen Kommunen haben im bundesweiten Vergleich mit die höchste Grundsteuer. Nur in NRW ist die höher, und nun drohen auch weitere Ungerechtigkeiten, weil Hessen angekündigt hat, einen eigenen Weg bei der Grundsteuer zu gehen. Aber das ist noch einmal ein anderes Thema. Die Investitionsprogramme, für die Sie sich loben, KIP 1 und 2, sind häufig mit anderem Geld bezahlt vom Bund. Der SPD-Kollege Warnecke hat es Ihnen ja noch einmal vorgerechnet. Für die Hessenkasse ziehen Sie Mittel der Kommunen heran, die Sie verschweigen, und über den einmaligen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung durch die Heimatumlage, da wollen wir hier an dieser Stelle vielleicht nicht noch einmal so intensiv ausführen, aber dieser einmalige Eingriff, der hat die kommunalen Spitzenverbände gemeinsam in einer Art und Weise auf die Barrikaden getrieben, wie sie beispielslos in der Geschichte des Landes Hessen ist. Und wenn sich die finanzielle Situation der Kommunen in den letzten Jahren verbessert hat, dann vor allem aufgrund der konjunkturellen Lage, aber bestimmt nicht wegen, sondern eher trotz dieser Landesregierung. Nein, CDU-geführte Landesregierungen waren in den letzten 20 Jahren kein Partner der Kommunen. Bestenfalls ein Antreiber, der mit wenig Zuckerbrot und sehr viel Peitsche die Kommunen auf einen falschen Pfad getrieben hat. In der Krise müssen CDU und GRÜNE erkennen, dass diese alten Rezepte nicht mehr greifen. Die Rede vom Kollegen Martin war ein Ausdruck davon. Ich würde sagen, zum Glück für die Kommunen. Aber es steht zu befürchten, dass, sobald sich die Lage wieder bessert, CDU und GRÜNE zu ihren alten Rezepten greifen werden, die den Kommunen nicht besonders schmecken dürften. Zur Bewältigung der ökonomischen und sozialen Folge der Corona-Pandemie muss den Kommunen kurzfristig und großzügig geholfen werden. Schritte in diese Richtung finden unsere Unterstützung.
Unterstützung und unsere Zustimmung. Da sind wir, wie Sie uns kennen, ganz unideologisch. Aber auch für Zeiten nach der Pandemie gilt, statt Kürzungs- und Sparvorgaben brauchen die hessischen Kommunen dauerhaft eine angemessenere und eine aufgabengerechtere Finanzausstattung. Und dahin ist es wegen dieser Landesregierung noch ein weiter Weg. Vielen Dank.